Kurti Dettchen, Schaktak sei zu mir. Auf die Bühne, bitteschön. Regula Kurti, ich behalte Sie noch mal ganz kurz bei mir. Warum haben Sie jetzt das Lied Udam Saranam Gajami, was wir dann gleich hören werden, ausgewählt für diese Live-Performance? Udam Saranam Gajami ist das Schutzmantra der drei Juwelen. Es ist ein Zufluchtsmantra, es soll uns schützen. Und es hat uns einfach so gut alle gefallen. Die Kinder haben es sehr gerne gesungen und es hat so den ganzen Spirit aus Children Belong ist einfach da drin hineingepackt. Wir finden es alle sehr schön. Wunderbar. Ich bin sicher, wir finden es mindestens genauso schön. Und damit wir das jetzt gemeinsam hören können, bitte ich noch unsere kleinen großen Stars zu mir auf die Bühne. Einen großen Applaus für die Kids von Children Beyond. So, alle auf Position und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Udam Saranam Gajami. Forget it never to sing forever. Thank you.
Applaus für die Kinder, weil sie haben das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Komm. Noch da ganz viel Freude weitergeben werden. Vielen Dank euch nochmals, ganz, ganz herzlichen Dank auch den drei Sängerinnen, Tina Turner, Regula Kurti, Dijen Shaktaksai. Nun, meine Damen und Herren, wir hoffen, dass wir Ihnen mit der Live-Performance und den Filmen, den Beiträgen, einen Einblick in Children Beyond, in das Projekt geben konnten und möchten Sie nun einladen, Fragen zu stellen, vor allem auch an die anwesenden Journalisten. Dafür bitte ich euch kurz nach hinten zu gehen und die drei Sängerinnen, please join me here in front of the stage. Und auch nicht so viele Fragen auf einmal. Gut, da haben wir eine erste Frage. Das Mikrofon kommt gerade. Thank you. Hi, my question is directed to Ms. Tina Turner. In this project, you have a very different way of singing. You sing in different languages, and also there's almost some rap going on we saw in the movie. Was it difficult for you, or did it came naturally, this new way of singing? Well, the singing is always there. I was born with it. The rapping is new because it's not my style of singing, but it's style of the young. Children like it. So it was good to add that element to what the message we're trying to get them to take, because we think they can relate a bit more. And the whole thing was a bit fun because it wasn't in my lap. It was always hers, and I enjoyed being told. So that's how I felt about it. Thank you very much. Der junge Mann wollte wissen, ob das jetzt für Tina Turner etwas ein Unterschied war, jetzt auf etwas andere Weise zu singen, als dass man von ihr gewohnt ist. Vor allem auch hat er den Rap angesprochen und auch die verschiedenen Sprachen. Tina Turner meinte dazu, natürlich war es ein Unterschied und es war auch eine spannende Arbeit. Aber die Kinder mögen das. Das ist Musik von heute. Das ist Musik, die Freude macht, vor allem eben auch den Kindern. Und es war nicht in ihrer Hand. Also die Fäden hat nach wie vor Regula Kurti gezogen. Das war eine sehr spannende Erfahrung. My name is Italia Mircea, and I represent Swiss News today. My question is, when you say we would like to have, we hope this project to be successful, how do you define the success of this project? Möchte man die Frage vielleicht die Frage an Regula Kurti richten? Also wir hoffen natürlich, dass dieses Projekt, diese Musik in viele Familien findet, in viele Schulen findet, in viele Therapieräume findet, in viele Spitäler findet. Es ist eine kleine Gebetsapotheke. Jedes Gebet hat eine Wirkung und wir haben diese Wirkung in dem Booklet beschrieben. Das heißt, wenn wir Konzentrationsschwächen haben bei den Kindern, dann sollen sie vor den Aufgaben, sollten sie Satanama singen und die Gesten dazu machen. Wenn ein Unglück geschehen ist und jedermann ist traurig und ist im Schmerz, soll Ramadasa gesungen werden. Oder wenn die Kreativität, die Inspiration fehlt, wenig Sancte Spiritus. Oder wenn wir den Geist und die Sprache und das Herz reinigen sollten, weil wir immer zu stark auf uns Äußere schauen. Wir duschen zwar, aber den Geist putzen wir nicht. Dann singen wir Oba Hum und so hat jedes Gebet seine Wirkung. Und ich möchte wirklich alle Großeltern, alle Mütter, alle Lehrer, alle Personen, die gerne singen, mit den Kindern singen. Es ist nicht nur für Kinder, es ist auch für uns Erwachsene zu singen im Auto und überall. Es hat eine Kraft, diese Gebete, die über Jahrtausende repetiert worden sind, die wir vergessen haben und wir möchten sie so wieder zurückbringen in den Alltag. Wir haben Halleluja gesungen in den Feldern früher, wir haben bei der Arbeit unsere Gebete gesungen. Jede hinduistische, asiatische Tradition singt vor dem Kochen. Dankeschön. Vielleicht das Mikrofon
eben gerade. Ja, ich habe kein Mikrofon. I really would like to thank so much Tina Turner, Greg Laputi and Deche that you made this possible. And I think Tina already, that I mean everybody on this planet knows you. And the message that you give, everybody will hear. And it is such an important message that you gave in these children beyond. And I'm sure, I mean, it's like these water drops that you see in the beginning or the snowfall, it will be an avalanche. Because I'm 100% sure that these children beyond will have a huge success. And Regula, I think what you did and their chat, there's no words to thank you. Because I think, really, thank you. Leute, die hinten nicht alles mitbekommen haben, die voller Freude und voller Dank ist für dieses wunderbare Projekt. Auch da einen großen Dank an Tina Turner, dass sie damit dabei ist, weil sie als Person, die weltweit bekannt ist, natürlich auch damit sehr, sehr viele Leute erreicht. Und wenn sie was sagt oder singt, dann wird es auch gehört. Und ganz, ganz großes Dankeschön an Regula Coti, dass sie so etwas initiiert, so ein Projekt initiiert hat, dass sie natürlich auch da an die Zukunft denkt und an die Menschheit generell. Und natürlich Deschen. Entschuldigung, mea culpa. Pardon. Looking at the image credits, it appears that Regula wrote all the music, and I'm very impressed and would like to know, at what point in your life did you have this inspiration that you realized that you could write music like this? I didn't write everything, every music. There are some traditional songs in it, and I was helped by imams, and I was helped by Dixon, but I had some inspiration. It comes through you when you are at a point in life where you just open up and believe into your creativity. It comes at night and you hear melodies and that's it. And I'm very thankful for that gift. Die Dame wollte wissen, wie Regula Coti auf all diese Songs gekommen ist, diese zu schreiben. Regula meinte, diese Songs hat sie nicht alle selber geschrieben. Es kommt natürlich sehr viel Inspiration. Sie hat sehr viel Unterstützung auch von Leuten, die mitgeschrieben haben. Und es kommt in der Nacht, es kommt eigentlich, wenn man am wenigsten daran denkt, kann man sagen, dann kommen die schönsten Gedanken und Ideen. Christiane Rickmann from Germany. Tina, I would like to know what made you give up your not singing for this project? I missed the communication. What made me give up not singing? Which means, why did you decide to sing for this project? You're singing like this, you mean? It's something I don't because I feel good about it. It's, I haven't discontinued my career. If I get an inspiration, I'll go back and record music, but at the moment, I like this. I like doing something different. I like the fact that if I am inviting children of the world to become as big as it possibly can be, I would like to be a part of that. I'm proud of doing something different. That she is in several prayers present with her voice, but not in the soloist way. She interwaves her vibrations and her beautiful sound of her rather low voice, and you will find her quite often. Okay, die Dame wollte wissen, ob Tina denn jetzt da das Nicht-Singen gebrochen hat für dieses Projekt. Und Tina Turner meinte natürlich, dass sie nicht aufgehört hat zu singen. Im Moment steht dieses Projekt jetzt an, und wenn sie eine neue Inspiration, eine neue Idee hat, dann wird sie wieder ins Studio gehen und wieder Songs aufnehmen. Aber im Moment genießt sie
das sehr, was sie hier macht. Und Regula Corti meinte dann auch dazu, dass man sie natürlich auf der CD sehr wohl als Sängerin hört. Sie hat da ihre Art zu singen, ihre Stimme, die Charakteristik ihrer Stimme sehr wohl eingebracht in die CD. Und man muss einfach genau hinhören. Vielleicht nicht als Solistin, aber man hört sie sehr wohl. My name is Sigi Hoker from German Radio Nürnberg. This goes to all three of you. When you work with the children for a couple of days, what remembrances pop up from your own childhood when you work with them? Was there one remembrance you could name, which you could remember, which regards to your own childhood? I was brought up in a Tibetan family where mantras were read every day, and the Tibetan prayers were part of my life. So I just felt very happy to be praying with kids at this age, because I find we can give them so much a sense of belonging and a sense of unconditioned love at this time that can nourish their little souls and really take them into their future lives. And so I felt like being back in my childhood, praying with my parents, and that was an incredibly beautiful feeling. Der Herr wollte, ich übersetze gerade, sonst kann ich mir das alles gar nicht merken, wollte wissen, ob sich die Damen dann auch erinnert, zurückerinnert haben, als sie das gesungen haben, jetzt gerade in Bezug auf die Arbeit mit den Kindern, ob sie sich auch vielleicht während der Arbeit ein bisschen zurückversetzt in die Kindheit gefühlt haben. Und Dejen sagte, dass sie sehr wohl, also als Kind wuchs sie auf und hat schon als Kind immer... Sorry, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich Englisch gesprochen habe. I'm really sorry. Also ich wollte vorhin sagen, dass ich bin ja selber als kleines Mädchen in einer tibetischen Familie aufgewachsen, als Tibeterin. Und da waren natürlich Gebete und Mantras gehören zum Alltag. Und genauso wie mir die Gebete damals so viel Geborgenheit und ein ganz großes Empfinden von bedingungsloser Liebe mitgegeben haben, so empfand ich es wunderschön, mit den Kindern dieses Gefühl ihnen weiterzugeben und im Wissen darum, dass wir, wenn wir es schaffen, den Kindern in dieser Lebensphase wirklich diese Geborgenheit und diese Liebe mitzugeben, dann haben wir als Eltern eine ganz, ganz große Aufgabe gemeistert. I think my memory of when I was probably as young, or maybe even younger, when I really discovered that I could sing, my parents lived in Knoxville, Tennessee, and I would sing for the sales ladies. And I remember I was singing something from I can't think of the name of it. It's a white group of singers at the time that was kind of popular. And I felt like a star. I felt like I was put out of school and I was all dressed up and I was singing for, I'm sure I was about this age or younger. And when I see them, I look for me and one of them to say, which one will come out of there and Als Tina Turner noch ein Kind war, wahrscheinlich gerade so etwa in dem Alter, sie hat da jetzt auf einige gezeigt, hat sie als Kind auch schon gesungen. Also es war etwas älter, als sie gemerkt hat, dass sie auch wirklich singen kann. Wurde sie dann auch auf den Stuhl gestellt, hat dann vor Verkäuferinnen gesungen und da fühlte sie sich schon wie so ein richtiger großer Star. Und sie wundert sich schon, welches dieser Kinder vielleicht sogar in die gleichen Fußstapfen treten wird. Ja, ich habe natürlich auch solche Kindheitserinnerungen. Ich bin in einer sehr singfreudigen Familie, musikalischen Familie aufgewachsen, aber da war auch sehr viel Konkurrenz und Competition.
Und ich wurde sehr oft ausgeschlossen, wenn meine älteste Schwester Musikstudio machte. Mit einem alten Revox-Tonband haben sie dann Sounds aufgenommen und haben All You Need Is Love gesungen. Und ich saß ganz klein nebenan und ich war zu klein, um mitzumachen. Und das hat mich sehr verletzt. Und wenn ich jetzt mit den Kindern damals im Studio bei mir in der Seeschau oder im Tonstudio von Roland gesessen bin, dann hat es mich so wunderbar durchflutet. Ein Glücksgefühl, das ich nicht beschreiben kann, dass ich jetzt sogar richtig Musik machen darf. Wunderbar. Ich möchte vielleicht noch eine letzte Frage ins Publikum geben. Da hinten der Herr, vielleicht können wir das Mikrofon an die Bar hinten reichen. Aus Branschen. Ich bin froh, dass ich eine letzte Frage oder eine Idee hier einbringen kann. Ich war gerade in Jerusalem zusammen mit Pia Giegel und öfter zusammen mit Anna Gamma. Und da kam uns die Idee, und jetzt wieder, wenn so gesungen würde, nicht nur mit Liedern der abrahamitischen Religionen, der Wortreligionen, sondern auch der anderen Traditionen, dann, das ist meine Hoffnung, dann könnten die Mauern fallen, wie damals in Jericho. Nicht nur die physischen Mauern, viel höher und weniger überwindbar sind die geistigen Mauern. Solche Lieder könnten die Mauern zum Einsturz bringen. Regula, was denkst du dazu? Mauern durchbrechen wird und viele einstürzen werden. Aber zuerst einmal im Alltag, überall da, wo eben auch diese geistigen Mauern sind. Wir können nur Frieden im Herzen wirklich spüren und verbreiten. Ja, eben wenn wir friedlich im Herzen sind, können wir Frieden verbreiten, sonst eben nicht. Zuerst bei uns selbst beginnen, das ist sicher wichtig, und dann viele Samen säen, überall auf der Welt, und Leute inspirieren. Vielen Dank. Ich möchte kurz abschließen mit einer Frage, Regula Kotti, wie geht es denn nun weiter? Ist schon eine weitere CD geplant? Das ist so eine Krankheit von kreativen Leuten. Kaum ist die erste gemacht, da ist schon sehr viel im Hinterkopf, läuft schon wieder, aber wir haben da viele Geheimnisse. Wir wollen zuerst dieses Baby ganz wunderbar gut in die Welt bringen. Es wird ja vorerst mal in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vertrieben und über das Netz, über iTunes und auch Amazon Worldwide. Und dann sehen wir weiter, aber wir haben schon einige Stimmen, haben wir schon im Köcher. Wunderbar, also damit möchte ich dann schließen. Vielen Dank, und wir drücken Ihnen natürlich, Ihnen drei und den Kindern auch, ganz, ganz doll die Daumen, dass Children Beyond jetzt erstmal erfolgreich wird und dass da viel Geld für die Stiftung auch zusammenkommt und natürlich für alle zukünftigen Projekte. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Leider sind wir jetzt bereits am Ende. Die Zeit ist etwas knapp und hier im Saal, der Saal wird bald schon wieder gebraucht. Wir möchten Sie aber jetzt noch zur CD-Taufe auf einen Drink einladen. Wir möchten gerne mit Ihnen zusammen anstoßen in der Kaufleuten-Lounge drüben und bitten Sie, relativ zügig rüber zu wechseln, da hier eben der Saal gleich bald umgeräumt wird. Ich bedanke mich ganz,